Da sind wir. Hallo, liebe Freunde der gepflegten Tanzmusik. Das hier ist das Rock Lounge Quickie Interview. Und ihr seid live dabei. Geil. Geil. Am Arsch live. Was war euer schrecklichstes Erlebnis, was ihr als Band zusammen erlebt habt? Unser schrecklichstes Erlebnis. Ja, wirklich schreckliches Erlebnis? Ich hatte kein schreckliches Erlebnis. Nee, so richtig. Ich könnte was sagen, was wir danach wahrscheinlich rausschneiden müssen. Ja, so richtig schlimme Erlebnisse hatten wir eigentlich nicht. Also ein paar Gigs, die mal abgesagt wurden oder eine Probe, die nicht so lief oder eine Seite, die gerissen ist, aber so richtig gruselig haben wir bis jetzt zum Glück nicht erleben müssen. Du, morgens, ohne Kaffee. Ja, gut, das ist für mich ja nicht so schlimm. Ja. Ein ungespülter Topf. Ja. Hat die Welt völlig auf den Kopf gestellt. Spüle Töpfe, wenn du dem Dennis sagst, dass er sich da am nächsten Morgen Kaffee kochen kann auf dem Festival. Ja. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Da. immer noch unterwegs, immer noch Mucke machen. In der Konstellation. Ja. Mit dem zweiten Album vielleicht dann. Immer noch quasi mit euch zusammen auf dem Bier. Nach dem Gig, vor dem Gig. Während dem Gig. Während des Gigs. Zwischen den Gigs und drumherum. Ja. Bei der Atempause. Mit wem würdet ihr gerne mal ein Bier trinken? Prinzipiell ist es Bier. Jeder, der Bock drauf hat. Prinzipiell. Koran. Hulk Hogan. Ich würde ja total gerne mit den Jungs mal ein Bier trinken. Funktioniert aber nicht. Das wäre super, wenn wir mal alle zusammen Bier trinken könnten. Das wäre mal total toll. Wenn mal nicht jeder fahren müsste. Können wir aber tatsächlich demnächst. Hoffentlich. Vielleicht. Hoffentlich. Das wird klappen. Hoffentlich können wir am 14.12., wenn wir in Kempten im Campus spielen, alle Bier trinken. Das wäre schön. Ja. Welcher Song von euch selbst ist euer Favorit? Und warum? Jeder für sich. Marco. Gegen dich finde ich total klasse. Weil er ganz viel ausspricht, was ich denke. Sascha. Wann kommt die Zeit? Weil. Der spielerisch anspruchsvoll ist. Marcel. Ich bin noch nicht vorbereitet. Weil wir so. So erheben wir das Glas, weil das Video so toll ist. Guckt euch an. Und der Song eine tolle Message hat. Ich kann das nicht. Ich mag die alle. Ich finde das nicht. Ja, ich mag die einfach wirklich alle. Sonst immer. Sonst will man das wohl nicht machen. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich sag das nicht. Bist du damit fertig? Ja. Ja. Mir fällt es auch total schwer, weil ich irgendwie an jedem gefühlt Herzblut reingesteckt habe. Wir ja nicht. Hab ich nicht gesagt. ich würde sagen Herz aus Eis, weil ich den Song am meisten gehört habe, als ich das Musikvideo dafür gemacht habe. Habe ich so oft diesen Song gehört, dass der, glaube ich, am tiefsten einfach in mir drin steckt und auch eine schöne Geschichte erzählt. Zu Herz aus Eis gibt es Musik. Ja. Ja. Willkommen in dieser Band. Schön, dass du da bist. Seit über 3 Jahren. Nein, dieses Jahr Halloween genau 3. Und Halloween war wann? Letzte Woche Donnerstag. Glückwunsch, Braunz. Du hast den goldenen Gummipunkt gewonnen. So, die letzte Frage des Quickies. Habt ihr schon mal ein Hotelzimmer verwüstet? Und die Antwort darauf ist, nicht nein, alle. Haben wir nicht. Stimmt, nicht ein Hotelzimmer direkt. Haben wir doch nicht. Ein Hotelzimmer haben wir wirklich nicht verwüstet. Gab, das stimmt. Wie würde man das nennen? Bei dem vorletzten Abend war ich nicht anwesend. Es war eigentlich eher ein Bungalow. Habt ihr schon mal eine Jugendherberge, einen Aufenthaltsraum verwüstet? Nein. Ja. Nicht alle. Doch, ja. Nee, nicht alle. Nicht gemeinsam. Fliegende Chips. Verschüttetes Glas Orangensaft in einem Gesicht einer anderen Band. Fliegende Flaschen. Abgesehen von den fliegenden Bierflaschen und dem Fernseher, wo hätte mit gekegelt werden sollen. Nein, haben wir nicht. Ja, immer brav. Es ist nie irgendwo was passiert. Und im Zweifelsfall darf das hier nicht gegen uns verwendet werden.
Das Protokoll, ich war an fraglichem Abend nicht anwesend. Und ich habe schon geschlafen. Gerade eben noch schön, wir sind ein Team, alle immer wir und was weiß ich was. Und jetzt nimmst du dich wieder schön raus. Das war ein anderes Interview. Und ich nur körperlich. Wurde nicht sogar ins Waschbecken gepisst? Vielleicht verwüsten wir in 5 Jahren mal ein Hotelzimmer. Wir uns das leisten können als Superwüste. Ja, wenn wir mit Joe Cocker Bier trinken. Ja. Beziehungsweise ja, mit Joe Cocker. Ja. Wer weiß, was du in 5 Jahren so machst und wie weit die Technik dann ist. Ja, okay. Futurama. Futurama. Sollten wir mit einer ganz bestimmten Band nicht nur Backstage teilen, sondern auch ein Hotelzimmer, also beziehungsweise ein Hotel teilen? Kann das durchaus vorkommen? Ja. Das haben wir getan, mehrfach. Ja. Nein, also auch einen Raum teilen. Ach so, du meinst so Kommune. Ja, okay. Ist jetzt mal aufgeständig. Ja. Also wenn die Local Bastards das jetzt sehen, wir haben niemanden angeschwärzt. Ich weiß gar nicht, von dem du redest. Ja. Ja, das, das war das Quick-Interview, ne? War kurz, schnell, knackig, schnell. Knackig. Easy. Und doppelt so lang wie ein Quickie normalerweise bei uns ist. Ich mach jetzt aus, das geht nicht. Jetzt sind das komische Züge an.